Ich nehme noch eine dritte Folge auf, weil ich wissen will, was passieren wird. Und damit herzlich willkommen zurück zu Undertale. Hier steht wieder Sans. Ich will aber nicht gegen Sans kämpfen. So, you finally made it. The end of your journey is at hand. In a few moments you will meet the king. Together you will determine the world future, the future of this world. That's then. Now you will be judged. You will be judged for your every action. You will be judged for every XP you've earned. Keine. What's XP? It's an acronym. It stands for Execution Points. Oh, cool. Cool, dass ihr das hier so umwandelt. A way of quantifying the pain you have inflicted on others. When you kill someone, your XP increases. When you have enough XP, your love increases. Love, too, is an acronym. It stands for Level of Violence. Woher kommt denn das E am Ende? Way of measuring someone's capacity to hurt. The more you kill, the easier it becomes to distance yourself. The more you distance yourself, the less you will hurt. The more easily you can bring yourself to hurt others, but you never gained any love. Of course, that doesn't mean you're completely innocent or naive. Just that you kept a certain tenderness in your heart. Ja, ich habe mich an einem bestimmten Punkt entlang gehangelt. Hab nicht einfach so gedacht, oh ja, den jetzt gerade mal und den wieder nicht. Und ich bin immer daran geblieben, wo ich sein wollte. No matter the struggles or hardships you faced, you strive to do the right thing. You refuse to hurt anyone. Even when you ran away, you did it with a smile. You never gained love, but you gained love. Does that make sense? Maybe not. Now, you're about to face the greatest challenge of your entire journey. Your actions here will determine the fate of the entire world. If you refuse to fight, Asgore will take your soul and destroy humanity. Wie? But if you kill Asgore and go home, monsters will remain trapped underground. What will you do? Well, if I were you, I would have thrown in the towel by now. Das Handtuch geworfen? But you didn't get this far by giving up, did you? That's right. You have something called determination. So as long as you hold on, so as long as you do what's in your heart, I believe you can do the right thing. All right. We're all counting on you, kid. Good luck. Thronraum oder Thronsaal. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Krillbees, eine Runde einen reinsnacken, wa? Was kann ich hier tun? Was genau passiert hier? Oh. It's a coffin. There's a name engraved on it. It's empty. Oh, da sehe ich also rein, ja? Okay. Und andere Herzen wurden auch schon gefangen. Oh, oh. Aber wir haben bisher noch gar nicht so viele Farben mitbekommen. Ich dachte, unser Herz kann noch mehr Farben bekommen. Wie soll denn dieser Kampf ausgehen? So viele Blumen. Dum-di-dum. Oh, is someone there? Just a moment. I have almost finished watering these flowers. Here we are.
Bist du nur nett oder böse? Howdy. Ach, du sagst auch Howdy? Okay, also ich dachte nämlich erst, dieses Howdy, das kommt ja normalerweise immer von der Blume. Und ja, anscheinend sagt er sowas auch. Also war die Notiz wahrscheinlich von ihm. How can I help you? Oh. I so badly want to say, would you like a cup of tea? But you know how it is. Nee, eigentlich nicht. Na gut, ich weiß, wie es ist. Du magst Menschen nicht mehr so ganz. Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming. Perfect weather for a game of catch. You know what we must do. When you are ready, come into the next room. Oh, also da war mal jemand drauf. Ach man. How tense. Just think of it like... Nein! Ich habe nur lie gesagt. Ich habe das K nicht ausgesprochen. Denn wenn ihr dieses Projekt weiter verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich das Wort nicht mehr sagen möchte, weil das einmal so häufig vorkam und... Ah, egal. A visit to the dentist. Ah ja, den habe ich auch bald. Am 11. Are you ready? If you are not, I understand. I'm not ready either. Hübsch. This is the barrier. This is what keeps us all trapped underground. Na und lauf da einfach ein bisschen weiter nach vorne. If by chance you have any unfinished business, please do what you must. I see. This is it, then. Ready? Ich habe nicht gesagt, dass ich dir mein Herz geben möchte. A strange light fills the room. Twilight is shining through the barrier. It seems your journey is finally over. You're filled with determination. Human. It was nice to meet you. Goodbye. Ach, dieser Hintergrund. Dann war das gar kein Remix, weil genau diesen Track habe ich in Ozu auch. Underworld Monarchie. Oh, der ist leider ein bisschen zu schwer für mich. Der Ozu-Track. Asgore Attacks. You quietly tell Asgore you don't want to fight him. His hands tremble for a moment. Nein! Halt, habe ich nicht irgendwas, was mir Defense gibt? You equip the Apron. Jetzt heile ich doch jedes Mal eins. Nein! Ich muss erstmal mit seinen Attacken klarkommen. That you don't want to fight him. His breathing gets funny for a moment. Ist es dein Ernst? Ein HP! Ich hab noch ein paar andere Starfates, ne? Ja. Was? Ah, das kann ich oben an seinem Zeus nachgucken. Tut mir leid, Leute, wenn ich jetzt immer getroffen werde, aber ich muss erstmal wissen, was er für Attacken hat. You firmly tell Asgore to stop fighting. Recollecting flashes in his eyes. Asgore's attack dropped. Asgore's defense dropped.
Oh. Und jetzt? Ich werde definitiv nicht kämpfen, also mein Freund, ja? Oh, das ist eine coole Attacke, wenn sie nicht so böse wäre. Oh nein! Nie bewegen! Nein! Wie? Attack Rate hat droppt. Das sieht aber nicht aus wie droppt. Oh. Okay, Starfade. Wenn ich ihn nicht angreifen werde, würde es darauf hinauslaufen, dass ich früher oder später sterben muss? Nicht zu weit nach außen laufen, sonst muss man sich zu viel bewegen, denke ich mal. Nicht bewegen, bewegen, nicht bewegen. Ja toll, das war viel zu schnell. Was stand damit Fight? Seems attacking, seems talking, Mom, du. Er hat eben irgendwas gesagt, es geht jetzt nur noch fighten, oder? Ach, da kann man sich doch auch so ein Muster merken, irgendwie. Wenn ich Talent hätte. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, ich glaube, seine Attacken werden nur noch stärker werden. Yay! Das haben wir geschafft. Ja, das ist so. Ich bin nur zum Sterben verurteilt. Ja. Game over screen. Wenn jetzt nach dem Sterben aber nichts anderes passiert. Hä? Aber wieso? Ich dachte, Sterben wäre okay. Kann ich denn nichts tun? Ja, ja, mach du, Mann. Was passiert denn, wenn ich das benutze? Sieht er das nicht? Oh. 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 Das ist interessant, dass wir das können. Bei ihm steht nicht mal Text dabei. Hey, wir werden besser.
Aber das Teil habe ich nicht mehr. Das ist doch böse. Das ist doch böse. Genießt es eigentlich auch gerade, diese coolen Attacken zu versuchen auszuweichen, gerade weil ich ja mal komplett andersrum verwirrt im Kopf. Ja, alles was ich tun kann, ist zu kämpfen. Ey, das kriege ich jetzt schon mal hin. Aber was passiert denn, wenn wir weiter sterben? Also ab jetzt würde ich nicht mal versuchen, mich zu wehren, sondern würde nur noch 3-4 mal sterben. Aber dann geht doch gar nichts anderes mehr, oder? Ich meine, ich habe das Hardlock-Teil mitgenommen. Ich dachte irgendwie, wenn ich das hier benutze, würde er das irgendwie sehen und würde sich denken, oh, Ja, ja. Aber wir können ja am Anfang immer kurz talken, ne? Okay, da verändert sich noch was. He not sadly. Naja, machen wir ein bisschen schneller. Ah, Mann. Okay. Ich würde es jetzt höchstens nochmal sagen, bis zu 5 times. Aber danach bleibt eigentlich tatsächlich nur noch Fighten übrig. Kann ich denn jemanden anrufen? Oh halt. Papyrus and Undine. So, there's no response. Ja, wow, danke. Toriel's phone. Dialing. Nobody picked up. Okay, cool. Wir haben wirklich nichts mehr zu tun. Und ich habe Angst, dass gleich Menschen kommen, die sprechen werden. Weil ich draußen Menschen höre, die sprechen. Das wäre nicht so toll. Ist diese Animation wenigstens leicht verschnellert über die Zeit? Ah, die Musik ist cool, Leute. Talk. Daddy killed you 4 times, he not sadly. Also einmal noch, wie gesagt. Aber wenn nach 5 times nichts passiert ist, dann müssen wir leider mal Fight drücken. Nein. Komm schon. Okay. Dieser Hardlocked scheint auch nichts zu machen. Das ist wirklich so ein richtig schönes Symbol, das kann man ihm nur einfach mal so zeigen und dann. Weil vor allen Dingen, ich dachte mir, dass das jetzt was richtig Krasses auszusagen hätte, weil das Spiel soll dann doch eigentlich an richtig vielen Stellen irgendwas symbolisieren. Und das wäre doch voll cool gewesen, wenn du so ankommst mit dem Teil und sagst so, hier, guck mal, habe ich mitgenommen. Da war auch noch so ein Dagger, aber da habe ich mir so gedacht, nee, den brauchst du ja nicht. Ach man. Okay, ich erzähle ihm das jetzt und wenn er dazu nur traurig nickt, dann kann ich nichts anderes tun als zu Dingersen. Halt! Was?
Okay, es verändert sich was. Jetzt muss ich weitermachen. Was passiert, wenn ich Parts zusammenschneide? Weil ich würde jetzt eigentlich gerne immer so Stückchen machen und euch immer wieder hier hin tun, wenn ich auf das erste Mal talken gehe, weil das hier ein bisschen Zeit kostet. Aber egal, ihr dürft doch vorspulen. Ihr dürft vorspulen, ich nicht. Hier ist kein Knopf. Ich kann hier höchstens diesen Knopf drücken, dass mein Bildschirm ausgeht, aber ich glaube, das wäre nicht so vorteilhaft. Würdet ihr denn eigentlich was weitersehen? Wollen wir das mal machen? Wollen wir mal so ein Social Experiment machen? Kann ich irgendwie interagieren? Bestimmt kann ich irgendwas so richtig Dämliches hervorrufen. Bestimmt kommt irgendwie nach 50 Toten so ein Kommentar von ihm. It's stupid that you can do this. 6 times. He nuts previously. Komm schon. Ja, Previn, funny, Junge. Boom. Let's going to die, the death counter rises. Lass das hier mal mit einem Leben probieren, ja. Ich sehe schon. Na los, komm. 7 times. Bei 10 times muss sich nochmal irgendwas ändern. Okay. Halt, sind wir jetzt nicht bei 7 Malen? Und 7 Herzen? Kann es nicht irgendwas passieren? Komm schon. Mach mal irgendwie hier Progress in the Story. The Zuschauers are watching. Asgore attacks. Talk. Ja, Asgore, Mensch. Schon ein bisschen traurig, dass du nicht so viel dagegen machen kannst, wa? Juhu. Ah, oh, Mann. Revo Emak. Also Game Over rückwärts. Was können wir denn sonst noch tun? Ich will progressen. Und ich will nicht Fight drücken. Das hast du doch gar nicht verdient. Es gibt doch das Ende, wo alle so auf einem Berg stehen und auch er. Und er so sagt, yo, hier, tschüss. Da will ich hin. Das will ich machen. Also erzähl mir hier nichts. Hier, mit irgendwas Forced Neutral Ending oder Neutral Ending. Ach, Malus, komm, das muss ja doch peinlich sein. Mach doch mal irgendwas. Bis zu 10 times. Da müsste er eigentlich was anderes sagen. Also wenn er dann nichts anderes mehr sagt, dann... ich werde wirklich... Dieser Toby Fox, der hat doch überall irgendwas eingebaut, dieser kleine Schlawiner. Hier kann er auch ruhig was eingebaut haben, das wäre doch eine töfte Sache. Und ich kann auch nichts anderes mehr tun, als euch irgendwas zu erzählen, um euch ein bisschen hinzuhalten und... Guckt mal, der Speer kommt zum 9. Mal. Oder zum 10., ich weiß es nicht. Zählt doch einfach mal mit und schreibt sie jetzt in die Kommentare. 9 times. Los, komm. Habt ihr gemerkt, wie ich den Rhythmus mitgeklopft hab? Hui. Nee, bin ich ready. Eigentlich nicht. Aber 10 times, okay, los Leute, kommt. Jetzt muss er auf irgendeine andere Art nicken. Jetzt nickt er nicht mehr traurig und auch nicht grievously, obwohl ich nicht weiß, was grievously heißt. Komm. Too many times to count. Pitifully. Ach komm. Ach komm. Okay, wir sterben noch ein einziges Mal. Wir sterben noch ein einziges Mal. Weil ich glaube, dass jetzt auch nur noch genau diese Aussage kommen kann. Too many times to count. Wenn sich jetzt talken wir nur noch. Also wir weichen auch aus. Und wir talken dann. Und sagen wieder wahrscheinlich too many times.
Und wenn dann nochmal genau derselbe Dialog kommt, dann sehen wir, dass darin keine Änderung mehr liegt und dass Fighten die einzig wahre Möglichkeit ist. Ja. 20 Minuten später. Sind es nicht schon 30 Minuten? Ich habe keine Ahnung mehr, wann ich angefangen habe. Ich wurde zu oft getötet, um in diesen Zeitkomplex zu überblicken. Ah, oh, Mann. Ich dachte erst, jetzt war so eine kurze Pause und irgendwie. Okay, wir weichen aus. Aber wir sagen ihm auch noch, dass wir nicht kämpfen wollen. Nur damit er das weiß. Nein. Aber das bewegt sich ja jetzt auch immer mit. Halt, wir müssen Items auswählen. Ich habe nicht vor, nochmal zu sterben, ne? So als Info. Starfade. Das Apron hätte ich gerne auch noch und das Tutu auch noch. Blau, blau. Hört sich gut an. Das ist doch bestimmt Sans Lieblingsattacke. Einfach nur nichts tun müssen. Okay, brauchen wir das Old Tutu? Oh, blöd. Wie konnte mich das jetzt nicht treffen? Ach man. Okay, wir haben alles, was man braucht. Und werden jetzt auf Fight drücken. Na gut. Ich werde vielleicht auch wirklich mal angreifen. Wir haben das ja noch nie groß gemacht, aber ich versuche mich mal dran. Ach, Asgore Con? Kann doch nicht sein. Ja, jetzt bräuchte mir natürlich meine Waffe, wa? Ah, Mann. Wieso unequippt sich das denn immer wieder? Ich habe das Gefühl, dass es generell nicht mehr equipped war. Oh, das war gut. Yay. Glaube ich. War das gut, dass das gut war? Ich fühle mich nicht so, als wenn das gut gewesen wäre. Ach man. Oh, what the fuck? Ah, nee, halt, immer bewegen. Oh. Habe ich gerade alles genau andersrum gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht mehr irgendwas zu essen? Bist du for real? Oh, nee. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, selbst ihn zu bekämpfen wäre eine viel zu schwierige Sache. Jetzt werde ich selbst schon bei sowas hier getroffen. Das finde ich gut. Das kannst du häufiger machen. Ach, darf ich nicht zu viel auf andere gucken oder was? Ich tue ihm schon mehr Damage. Ich glaube, nach einer Zeit fängt man immer an, mehr Damage zu machen. Aber ihn töten? 235. Es fängt an, besser zu werden.
286. Woo! Easy! Simon Says Pro, Junge. Ich wollte schon immer mal so einen Simon Says zu haben. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Aber habe ich dann immer nicht bei mir gehabt. Habe ich noch irgendwas? Nein. Oh Gott. Wir werden so sterben. Nein! Ich wäre fast nicht getroffen worden. Und dann renne ich in das letzte Ding rein. Einmal noch. Nein! Oh, ich wette, wir hätten ihn nur noch einmal angreifen müssen. Ja, wow, was soll ich machen? Determined bleiben oder was? Ah, das hat nichts verändert. Kann doch nicht wahr sein. Flowey, hallo. Ja. Der wird sagen, keinen Bock mehr, wa? Sans! Bist du da unten? Kannst du mir helfen? Ja, wir müssen uns erstmal höher equippen. Und dann irgendwas anders machen. Beziehungsweise, ich werde mir nochmal durchlesen, ob ich Alternativen habe. Ja, erstmal kann ich nur rausgehen. Mehr ist aktuell nicht drin. Oh, halt. Könnt ihr vergessen, dass es sowas wird. Na gut, vielleicht. Also ihr habt ja gesehen, es war schon relativ knapp. Aber ihn zu töten heißt ja, dass ich hochgehen kann oder so. Ich glaube doch nicht mal, dass er sterben würde. Ich kenne doch eigentlich ein anderes Pazifisten-Ending. Ich habe da eigentlich jemand anders im Sinn gehabt. Deshalb dachte ich eigentlich, man kann jetzt ihn irgendwie skippen und dann kommt eine andere Person hinzu. Aber das war anscheinend nicht so. Es geht ja auch niemand mehr ans Telefon. Oder haben sie jetzt wieder Lust? A hotel? Cool, I've never stayed at a fancy hotel. Really? Me neither. Papyrus, we should go on vacation sometime. Yeah, let's vacation to a hotel. Ja, wollt ihr nicht mal rankommen? Oh. Was war denn hier nochmal? Ah ja. Kein Sans hier. Oh. Ah ja. So oft wie ich da mit Absicht gestorben bin oben, werden wir doch bestimmt genug Zeit für euch rausgeholt haben, dass ihr absolut nichts an dieser Folge schätzen könnt, diese Folge komplett langweilig für euch war und ihr euch jetzt einfach nur denkt, wieso habe ich mir das eine knappe halbe Stunde lang angesehen? Ach man, ich werde mir jetzt halt durchlesen, was ich tun kann. Ob es nicht irgendwas anderes gibt, weil es ist machbar, anscheinend, ihn zu töten, aber ich will nicht. Ich habe eigentlich keine Lust. Und mit diesen Worten würden wir nochmal ganz oben hingehen. Man könnte nicht Flowey irgendwie kommen oder wir nochmal irgendwie labern oder sowas. Das ganzen zu den Türen da unten, das macht mich kirre. In dem Spiel kann man doch normalerweise immer irgendwie irgendwann alles machen. Ich würde gerne in diese Türen rein. Ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Oh nein, ein Speicherpunkt. Cool. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich glaube, die Folge ist entweder wieder kurz oder wieder etwas länger. Naja. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall anfangen, die andere zu bearbeiten und hoffentlich lädt die Folge von vor zwei Folgen, weil ich ja heute drei aufgenommen habe, schneller hoch. Und dann mache ich mich mal schlau. Ciao.